Hallo zu einem neuen Video. Zum Video: Ich zerstöre einen Porsche. Spaß. Heute haben wir ein ganz cooles Thema. Der Porsche 996 von Haudip. Dann nur den Breitbau. Jetzt haben wir gerade noch ein bisschen rumschneiden, weil wir quasi hinten noch so offenes X bauen als Abgasanlage. Machen wir heute Abend noch. Heute Abend ist Donnerstag. Eine Woche vor der Essenmutter schon quasi, ne? Der Patrick ist noch da, der foliert die Karre jetzt dann noch. Jetzt muss ich bloß ein bisschen weiter schneiden und dann, was der Hobbyfolierer da eigentlich betreibt. Und dann geht's weiter. Warte mal kurz. Hobbyfolierer! Das ist der Hobbyfolierer. Da ist jetzt gerade der Kurs, wie man es natürlich nicht macht. Also wir haben da jetzt eine schwarze Tönungsfolie, können wir bei dem Auto machen, weil das Auto im Bereich der STV-Acetur ja nicht zugelassen ist. Oder erlaubt ist es nicht, gell Patrick? Leider ja. Nein. Leider nicht erlaubt. Für im Bereich der STV-Acetur ist das natürlich verboten, aber das halt, weil es ja ein Messefahrzeug ist, kann man das mal machen. Also, wir sind jetzt beim Dani, ich habe ja vorher erwähnt, der Dani ist unser Lackierer, der da ebenfalls, also unter anderem den Porsche lackiert, also die ganzen Anbauteile, hat quasi alles spritzfertig gemacht, gespritzt, hat nochmal mitgeholfen zum Anpassen und jetzt sind wir mal beim Dani. Der Dani will wahrscheinlich nicht sprechen, die Firma ist der Lackierfachbetrieb Gatzhammer, aber wir zeigen euch mal ein bisschen Arbeit, was so in seiner Halle rumsteht. Ich glaube, dass der immer recht coole Projekte rumsteht und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Bis gleich. Also wir sind jetzt beim Dani. Die Frage ist halt immer, oder was sich viele Leute fragen, wie das Kit so beieinander war oder wie der Zustand von dem Material ist, weil es kennen viele Leute wahrscheinlich die GFK-Kopfflügel, was du sonst so halt für die ganzen Golfplattformen und so weiter kriegst. Und jetzt wollen wir eigentlich vom Dani nur mal wissen, wie das Kit war, ob das in Ordnung war oder ob das wesentlich schlimmer war wie die GFK-Kopfflügel, wo man sonst so anschleppt. Hättest du weniger Arbeit erwartet mit dem ganzen Zeug? Also das ist alles nicht schlecht. Es ist klar, dass das viel Arbeit macht, beziehungsweise viel Arbeit mehr, wie wenn es jetzt ein Blechteil ist oder eine Kunststoffstoßstange. Aber im Prinzip ist halt das GFK an sich einfach löchrig und es kommt darauf an, da kommt ja vor in die Form ein Gelcoat eingespritzt und dann wird handlaminiert oder halt mit Fasern gespritzt. Und umso besser, was das Gelcoat ist, das ist quasi das Schwarze, das was man da immer sieht, wenn man die Teile aufpackt und das was man dann anschleift, umso besser wie das ist, umso besser wird das Ergebnis. Und umso mehr was von dem Gelcoat drauf ist, umso besser oder umso weniger Arbeit hast du halt einfach. Im Prinzip haben die Teile schon nicht schlecht, es gibt bessere und es gibt aber auch viel schlechtere. Aber du bist jetzt in Krassen. Ganzen so, wie du das Kit an uns ausgeliefert hast, zufrieden und sagst, das kann man ausliefern, das kann man anschauen, das ist definitiv gut. Also ein Dani ist aber gut, das ist keine Frage, weil sonst darf man es ja nicht zum Dani bringen, aber ist schon so, dass es wahrscheinlich auch Bauteile gibt, die du einfach nicht sauber hinbringst, ne? Weil es flächendeckend zu groß ist. Oder? Also im Vergleich zu früher haben die GFK-Teile mittlerweile schon gut oder beziehungsweise nicht schlecht. Wie gesagt, du wirst aus einem GFK-Teil nie eine Oberfläche rausbringen wie bei einem Blechteil. Die Frage ist, ob das für jemanden erkenntlich ist oder nicht, oder beziehungsweise für einen Laien oder für einen Kunden erkenntlich ist. Als Fachmann kennt man es einfach. Du kennst einfach, dass ein GFK relativ unruhig ist oder beziehungsweise wellig ist. Das, was halt einfach ein neues Blechteil nicht hat. Ja, dann wissen wir eigentlich alles, was wir wissen wollten. Das Material vernünftig zum Verarbeiten war. Gila macht noch kurz Video beim Dani in der Halle, der gerade so ein schöner E30 und 33 steht. Komplett Lackierung. Und da machen wir eine kurze Aufnahme, damit man sieht, was der Dani macht und dass ein Dani sauber, da wirklich sauber ist. Und wenn irgendwas ist, der Chilang blendet dann mal so die Adresse von Dani. Da könnt ihr immer hier schreiben bis 20. Ich werde der Dani antwortet euch dann.
Also wie vorher erwähnt, bei dem Projekt von dem 996 macht der Patrick von der Firma Pista Ice Germany in Freistadt. Freistadt. Genau. Chillang, blend mal die E-Mail-Adresse rein, weil falls Anfragen müssen. Internetadresse. Oder Internetadresse. kann man einfach anfragen. Schön, der Patrick macht jetzt bei dem Auto das Design mehr oder weniger. Das ist dir ja vorgegeben worden. Ne? Genau, richtig. Wie ich es gerne haben möchte. Ja, ja. Und du führst das jetzt bei uns mit aus, weil, wie haben wir vorher erwähnt, es ist Donnerstag, bald ist Messe. Wir sollten fertig werden. Der Patrick macht da so bei uns die ganzen Folierungen, also auch den M2 von uns. Genau, den ersten den und den zweiten ersten auch. Den zweiten und den MX5 und mal schauen, was noch so alles passiert. Und jetzt in dem Fall das Auto von Frankie, also von der Firma How Deep, für die Essen Motorshow. Was gibt es sonst so zum sagen, Patrick? Was macht die Arbeit? Findest du das gut, das Projekt? Findest du es eher schlecht? Ja, brutal. Es ist richtig, wenn man es sehen könnte, es ist heftig. Jetzt kommt die Folie noch drauf, schauen wir, ob es danach immer noch heftig ist. Ich denke schon. Ja, ich denke, das ist gut, ist, weil einen Geschmack haben sie ja doch. Ja, ja, doch. Und na, cool. Nee, wird auf jeden Fall krass. Also, wird heftiges Projekt, haben wir so noch nicht so oft gesehen, denke ich mal. Na, es ist in Europa eigentlich wieder so der erste. Genau, ja. Wie mit dem RTO. Was gut gemacht. Ja, passt. Nee, ich verabschiede mich. Patrick, ja. Vielen Dank. Morgen geht's weiter. Ja. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen an diesem verregneten, was haben wir heute? Donnerstag, Mittwoch, Dienstag. Dienstag, genau. Es ist einen Tag vor Abreise auf die Essen Motorshow für uns und einen Tag, morgen laden wir das Video hoch, gell? Ja. Genau. Im letzten Video war ich als Auto noch auf der Bühne, ohne Felgen, der Folierer hat gerade so ein bisschen rumgespült drauf. Mittlerweile ist das Auto fertig, am Samstag war der Frankie da, mit dem Ron, mit dem Kameramann. Und wir haben die Felgen drauf gebaut vom Gegrenzert. War echt Aktion. Die Felgen haben nämlich vorne super passt, hinten waren sie ein bisschen zu breit. Also wir reden da wirklich vom Maße, vorne ist er 10x19 ET-12. Müssen wir mit Platten fahren, weil die Felge sehr konkav baut. Dann steht es an der Bremse an. Und hinten wollte der Frankie unbedingt Eier zeigen. Deswegen ist es auf der Hinterachse eine 13x19 ET-79. Wir haben erfahren vom Japaner, die fahren eine 13x19 ET-29. Also das ist schon Ansage. Aber schauen wir mal raus. Jetzt ist kurz dunkel, Achtung. Da steht das Objekt der Begierde. Wir haben, also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich da rauskomme, in die Werkstatt, das Auto steht jetzt schon seit gestern Montag so da. Es ist schon immer ganz schön irre. Ne? Also gestern ist das Auto mal kurz im Hof draußen gestanden, weil wir in der Werkstatt einen Platz gebraucht haben. Das ist, also die Resonanz von den Leuten, die da stehen bleiben und das Auto begutachten und eigentlich nur den Kopf schütteln, das ist Wahnsinn. Das war wirklich wahnsinnig verrückt. Aber ich muss sagen, wenn das Auto jetzt so da steht, das ist schon Wahnsinn. Weil wenn du jetzt mal so von da drauf fliegst, du siehst einen Stern nicht mal, ne? Also nur einen minimalen Teil. Genau. Und dann, wenn wir schon da sind, fangen wir mal hinten an. Das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben das Heck nochmal zugeschnitten. Da hat der Chillang im letzten Video, glaube ich, gefilmt gehabt, wie der drin rumgeschnitten hat. Mit der riesen Angst, dass das Ganze ein bisschen krumm wird. Aber es ist wirklich sauber, Mann. Und dann haben wir da unten einmal Straightpipe. Wieso Straightpipe? Der Frankie wollte unbedingt Straightpipe. Also es ist wirklich, das hat ein Kumpel von mir gemacht, der Andi. Der hat sich da wirklich Mühe gegeben, da so ein Geschnörkel zum Bauen. Es ist halt einfach nur laut. Wir waren am Samstag dann noch mit den HD-Jungs bei uns drüben auf der abgesperrten Rennstrecke und haben das mal getestet. Ah, das ist irre, das ist irre. Das ist einfach nur rohrfrei, das ist total gestört. Aber okay, ist ein Messeauto und führt Messe. Ich möchte wirklich behaupten, dass das eins von denen Autos auf der Messe ist, was schon wirklich kracht. Ne? Also mit Sicherheit sind nur so zwei, drei Autos dort, die auch gut sind. Aber du hast halt für das Auto eigentlich keinen Vergleich auf der Messe. Das ist in Europa meines Wissens nach der einzigste. Auf der SEMA sind zwei Stück gestanden. Ich glaube, einer von Rotiform und einer von, keine Ahnung, was das für Firma war. Und du hast halt keinerlei Vergleich. Also du siehst das Auto und das macht so BAM! Ja, und das ist dann einfach da. Ne? Das ist einfach nur brutal, wie das ganze Ding da so dasteht. Ne? Also, Licht. Das ist total irre. Wir haben jetzt da gerade noch ein paar Radschrauben rumliegen, weil wir haben gestern noch die richtigen Radschrauben rausgesucht, weil das mit dem Konus, was da drin ist, ein bisschen schwierig war. Dass es also funktioniert, wie wir das wollen. Genau. Zum Kit, glaube ich, haben wir letztes Mal ja schon was gesagt gehabt. Ne? Wir haben die kompletten Radhäuser ausgeflext hinten, vorne ist komplett alles neu, der Heckspoiler ist noch mit drauf. Den Scheibenwischer mache ich jetzt dann noch schnell raus, weil der passt da nicht so wirklich drauf. Und haben vorerst mal die kompletten Scheiben schwarz getönt. Der Plan von Frankie ist noch, im Innenraum ein bisschen was zu gestalten. Das ist wahrscheinlich dann Käfig, Sitze, ein bisschen Carbon im Innenraum und so weiter. Dass das ganze Rennsport von außen natürlich nach innen auch noch kommt.
Genau, und dann wenn wir jetzt einmal so rumgehen, es schaut schon männlich aus. Ne? Das Auto hat jetzt nicht 0 Bar. Wir können aber manchmal 0 Bar machen. Also 0 Bar machen wir nicht, weil das Fahrwerk hinten so kurz ist, dass 0 Bar echt gestört ist. Jetzt haben wir 0 Bar. Also wie gesagt, die Spoilerlippe vorne liegt fast auf. Hinten rutscht der Kotflügel richtig schön auf dem Reifen drauf, so wie es sein soll. Also es schaut schon wirklich männlich aus. Komm mal lassen, was sagst du, Chilan? Brutal. Gibt es sowas in Indonesien? Noch nicht, okay. Dann wird es Zeit, wir müssen nach Indonesien. Genau, dann haben wir jetzt mal so das Auto so von außen nochmal im fertigen Zustand. Der Chilan macht da jetzt sicherlich nochmal ein bisschen ein Video von dem Auto. Apropos, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, da habe ich leider das Licht nicht reinschalten können, dass wir mir vorne die LEDs verbaut haben, die zugleich abdimmen und zum Blinker werden. Wenn der Chilang jetzt mal vorne drauf filmt. Also sobald wir die Zündung einschalten, geht vorne das LED los. Dann haben wir natürlich ganz normal noch das Standlicht, das Abblendlicht und das Fernlicht. Und wenn wir blinken, wird das LED orange. Und wieder halt. Bei Zündung aus, haben wir 20 Sekunden, dann geht die ganze Lichtsteuerung wieder aus und das LED ist auch aus. Genau, was kann man sonst noch zum Auto sagen? Ja klar, also wie gesagt, das ist GFK, da haben wir uns mit dem Daniel lange unterhalten, dass das nicht so ist, wie wenn das jetzt irgendwie ABS-Kunststoff wäre. Du hast halt das Problem, was heißt Problem? Es ist einfach GFK und das GFK wird nie zu 1000% passen. Wir haben so 2-3 Spaltmaße, die haben nicht nach unserem Wunsch, aber es geht nicht anders. Also die haben unserer Meinung nach die Form aus dem GFK-Kotflügel rausgenommen, also aus dem normalen Kotflügel irgendwie abgenommen. Und jetzt müssten wir den Kotflügel, den wir draufgebaut haben, so nach unten setzen, dass die ganze Rundung passt, dass aber uns oben dann ungefähr ja, fast 1 cm fällt. Also wir hätten dann einen Spalt zwischen Tür und Kotflügel oben oder so. Und der Schwaller unten wird so nach unten hängen. Also musst irgendwo einen Kompromiss treffen bei dem Ganzen. Und wir finden aber, man kann es lassen. Also es schaut trotzdem sauber aus. Mit Sicherheit gibt es dann wieder die auf der Messe, die dann rumrennen und sagen, oh, einen Spalt gefunden. Herzlichen Glückwunsch! Das freut mich dann. Dafür ist die Motorhaube, also im Endeffekt, wir haben ja das komplette Frontpaket. Motorhaube, Stoßstange musst du außen schon verschrauben und dann aufs Auto setzen. Und dann ist klar, dass du da irgendwann einen Spalt hast. Also, aber du musst ja den Spalt dann wenigstens links und rechts hundertprozentig gleich machen. Und der Spalt ist meiner Meinung nach links und rechts 100% gleich. Schaut jetzt auch sauber aus. Das Auto wird jetzt nochmal aufbereitet und kommt dann direkt in den Hänger. Vielen Dank einmal an Maxi, weil der leiht uns nämlich seinen großen Hänger, sein geschlossener, damit das heilige Ding da auch wirklich sauber in Essen ankommt. Und dann ist das Ganze zum Begutachten ab Freitag auf der Essen-Motorshow. Würde ich mal behaupten. Aber Chilang, jetzt nur noch mal zum Zeigen, weil es viele Leute sagen jetzt, naja, ET-79, was kann ich mir darunter vorstellen? Also es ist immens breit. Jetzt wenn du mal da hinten an den Radlauf gehst und filmst einfach mal so von da. Ne? So. Und jetzt pass auf. Also, es ist mein ganzer Kopf weg, ne? Das ist eigentlich nur irre. Aber wie gesagt, cool ab an Matthias Grenzer, der die Felgen gebaut hat. Also, ich möchte euch, das ist irgendeine Felgen vom Ami, die hat er komplett umgebaut. Das war, glaube ich, 15, 16 Zoll oder sowas. Der Matthias hat das Ganze dann in 19 Zoll gebaut und die Betten noch poliert, den Stern noch ganz gedreht, gold lackiert oder pulvert. Ich schätze aber eher, dass das lackiert ist. Also es war schon ein immenser Aufwand. Also Matthias war nervlich sicherlich auch am Ende. Bei uns hat es noch funktioniert. So Samstag war dann echt so ein Tag. Da haben wir sich dann gedacht, das wird einfach nichts. Aber wir haben dann zusammen mit dem Frankie so lange rumgespielt, bis es funktioniert hat. Ich glaube, wir haben nochmal bestimmt 2 Stunden mit dem Bandschleifer rumgeschliffen. Eben vor allem in dem Bereich da hinten. Weil es soll ja auch irgendwo fluchtig ausschauen. Es soll nicht das ausschauen, als wird der Reifen nach hinten wegkippen oder sonst irgendwas, sondern das soll alles ja auch eine Form haben, das Ganze. Und das haben wir jetzt. Und Chilan macht jetzt noch ein Video. Das Abonnieren nicht vergessen, kommentieren und wenn euch die Videos gefallen, natürlich teilen. Chilan, jetzt kommt dein Part. Viel Spaß!